So, und hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu Let's Irgendwas, DayZ Standalone. Standalone, endlich ist es soweit. Die Alpha wurde released und ich scheine am Balota Airfield zu sein. Es sind meine ersten 10 Minuten. Und tut mir leid, wenn es Störgeräusche gibt, mein Headset ist ein bisschen kidding. Wie man vielleicht gerade sehr gut gehört hat. Bullshit, was mache ich denn jetzt? Ah, egal, YOLO. Was ist mit ihm hier? Ausrüsten. Boah, er hat nichts an. Sieht man schon, dass das Inventar sich ganz schön geändert hat. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie man irgendwas macht. Könnte ich bitte aufhören, so komisch zu gehen? Dankeschön, sehr freundliches Spiel. Steuerungen sind ähnlich geblieben. I'm thirsty. Am Arsch bin ich thirsty. Ich geb dir gleich. Alter, hier liegen überall Tote rum. Was denn hier los? Ja, genau. Ne, if you know what I mean. Ich finde es ja richtig episch. Ich meine, wie lange hat die Gamer-Community jetzt... Eat? Huch, wollte ich gar nicht machen. Nein, ich will sie nur nehmen. Wie lange hat die Gamer-Community jetzt auf dieses Spiel gewartet? Ein Jahr fast, ne? Ja, und natürlich... wird es direkt an meinem Geburtstag released. Wie episch ist das denn, bitteschön. Boah, eine neue Hose gibt sie hier. Okay, das Loot-System ist noch ein bisschen Bullshit. Kann ich ein Ego wechseln? Ja, kann ich. Das Loot-System ist und bleibt Bullshit. naja, machst du nix, ne? Ist ja noch die Alpha. Ich weiß nicht, wieso es ruckelt. Ich habe vermutlich irgendwelche komischen Prozesse im Hintergrund laufen, von denen ich keine Ahnung habe. Fakt ist, da machen wir jetzt gerade nichts. Aber wenn wir uns ein bisschen mit abfinden müssen mit dem kleinen Geruckel. Ich meine, es sind 15 bis 20 FPS. Es geht noch ganz gut klar. Obwohl es schon ein bisschen nervig ist. Ja. Wie gesagt. Es wurde am 17. veröffentlicht, also an meinem Geburtstag. Es ist jetzt der 18. Ich nehme also einen Tag später auf. Gestern hat er bei mir keine Server gefunden. Ich weiß nicht wieso. Außerdem war mein Internet kidding und, ja. Der Download von diesen gammeligen 5 GB hat ungefähr 2,5 Stunden gedauert. Ja. Fahrzeuge soll es noch nicht geben, die man benutzen kann. Fahrzeuge soll es noch nicht geben, die man benutzen kann. Sag mal. Irre ich mich oder sind die Atemgeräusche, klingen die irgendwie männlich? Guck mal, hier vorne sind auf jeden Fall schon die Tore weg. Das ist eine Änderung, die vielen Leuten das Spiel erleichtert. Da hat man sich ständig die Beine gebrochen. Das war krass nervig einfach nur. Oh, was das Geiles. Wurde da gerade geschossen? Da will ich rein. I want to drink something. Schön. Boah, ist das ein geiles Mann. Backpack. Nehmen. Yes! Jetzt wird geballert, Alter. Mit dem Rucksack. Wisst ihr im Übrigen, was mir aufgefallen ist? Ich möchte es ja ehrlich gesagt nicht sagen, weil ich ja mein Glück kenne. Aber... halt die Schnauze. Was mir aufgefallen ist, wir sind noch keinem einzigen... Könntest du mal die Fresse halten. Wir sind noch keinem einzigen geistig Behinderten begegnet. Damit meine ich Zombies. Ja super, es wird natürlich nicht mehr angezeigt, wer gerade redet. Somit kann ich auch niemanden mehr muten, dann auch ärgerlich. Der geil ist. Das ist neu. Okay, mein Headset hat gerade wieder Scheiße gemacht. Ich
kriege das immer mit, weil dann, wenn dein Headset scheiße macht, habe ich Ton nur noch auf einem Ohr. Und das ist dann auch der Augenblick, wo es zumindest über Skype extremste Störgeräusche gibt. Ich weiß nicht, ob die in der Aufnahme auch sind. Da hinten sind Spieler. David meint gerade, Englisch ist ein Hurensohn. Und das ist vollkommen richtig. Ich werde sie gekonnt ignorieren. Es sind natürlich auch zwei Spieler, weißt du? Ich brauche eine Waffe. Dann werde ich sie nicht mehr ignorieren. Bla, bla, bla. Aber, weil der Lukas einfach geil ist, hat er natürlich schon eine Baracke erspielt. Und die werde ich jetzt looten. Und dann vielleicht eine Waffe finden. Und dann vielleicht diesen kleinen Horstkindern da hinten aufs Maul hauen. Oh, jetzt gehen die mir alle auf den Sack. Warte mal. Alle Freunde. Offline. Und mein Headset geht mir auf den Sack. Wieso tut es das? Wieso? Wenn mir das irgendjemand erklären kann, dann kann es mir jemand erklären. Ja, that logic, ne? Ich höre den ersten Zombie. Hauptsache, er sitzt nicht genau da drin. Was war das? Da hinten drin? Ich habe es genau gesehen. Pants. Ach so, Hosen. Ah, YOLO. Scheiß auf die Hosen. Brauche eine Waffe. Will Boom Boom Baller machen. Oh lol. Hier drin scheint es Boom Boom Baller gegeben zu haben. Ausrüsten. Wie loote ich denn? Ah, so. Ich würde gerne die Waffe in die Hand nehmen. Ah, auf 1. Haha. Hust. Natürlich ist das bestimmt geplant. Da hinten ist ein Spieler. Komm schon. Gib mir eine Waffe. Bullshit. Hey, Bro. WTF. Wie schnell ging das denn jetzt, bitteschön? Weißt du? You are dead. Ja. Ja. Ja, was soll man groß sagen? Man hat zwar nichts gesehen, ich Bildschirm ist halt schwarz geworden, dann bin ich gestorben, aber... Ja... Okay... Gut... Schade, dass ich keine Schusswaffe gefunden habe, wäre lustig gewesen. Es scheint so zu sein, dass man offenbar mittlerweile nicht mehr so ganz viele Kugeln schluckt, wie in der alten Version. Das finde ich fast ein bisschen schade. Naja... Das ist doch jetzt ein guter Eindruck gewesen für so die ersten 10 Minuten. Dann würde ich sagen, haut rein, Leute.